Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack 4 mit Early Boy! Wir haben uns gedacht, ne? War jetzt nicht ganz so zum Kotzen die letzten Male, machen wir nochmal. Achso, das meinst du. Ja, das war ganz cool. Und nach dem Krieg, den er, ne, hat ja Eve auch mitgekriegt, diesen ganzen Beef, die ganze Eskalation hier. Ne, ich möchte nur ganz kurz anmerken, ich habe wieder neue Sachen, ne? Geht mir wieder gut. Ich habe nicht mal irgendwas gefarmt, sondern ich hatte eine Ender-Chest. Und guck mal, da haben wir doch gut Inhalt. Kann man machen. Protection 4 Diamond Boots. Ne, also nicht schlecht, sich alles wegsprengen zu lassen, weil man dann alles... Na gut, die Sachen, die ich halt gefarmt hatte, die sind da alle weg. Ich hatte fast eine Doppelkiste voll mit Holz hatte ich gefarmt. Und da wollte ich eigentlich hingehen und sagen, ey Leute, guck mal, ich war produktiv und jetzt machen wir mal was. Und das kann ich jetzt vergessen. Aber du kannst natürlich auch vielleicht den König fragen, ob er nicht eine Initiative irgendwie starten möchte, dass die Bürger für dich Holz spenden können. Ah, wird glaube ich nicht passieren. Ich überlege mir was. Ich werde das in einem Stream nochmal machen. Alles klar! Mein Festplatte hat gerade kurz gegangen. So, auf jeden Fall mein Haus, das muss ich irgendwie bald nochmal neu aufbauen. Dein Riesenhaus. Hast du denn schon wieder so eine kleine Unterkunft, so ein Harry Potter Haus gebaut? Ja, nee, sieht doch genauso aus wie gestern hier. Achso, warte, schauen wir uns mal kurz an. Ich könnte natürlich auch meine Dia-Rüstung anziehen, aber Leute, ihr kennt mich, ich kenne die anderen Leute hier auf dem Server, deswegen werde ich mir wieder eine Eisenrüstung erstmal basteln. Das ist so ein bisschen für einen Arsch, ne? Ich habe ja auch. Ich denke mir das dann auch immer. Warum läuft man an der Dia-Rüstung rum? Das ist ja eigentlich, da hast du ja nichts erst, von, erst, wenn ne? die verzaubert ist, weil vorher geht sie nur kaputt und dann ist sie weg. Und wenn Gesetz erlassen ist, dass irgendwie die Todesstrafe darauf steht, dass man andere aus der Rüstung haut. Ja, da muss man dann Gerichtsverhandlungen und sowas, das können wir dann alles regeln. So, was wollte ich denn machen? Ich komme jetzt zu dir, kurz. Ich möchte mal kurz nochmal gucken. Ich lese mal ganz kurz die Craft Attack Conf. Da stand nämlich eine Anleitung für etwas. Aha. Wie baut man so? Ach, kannst du einen Redstone mitbringen? Jetzt ist es zu spät. Ah, ich habe zwei dabei. Reichen dir zwei? Wir nehmen gerade auf. Kannst vorbeibringen, Kevin. Kevin hat was für mich. Oh. Du möchtest was vorbeibringen. Guck mal. Hallo, und hallo. Das war Eve und nicht ich, du Depp. Sehe ich so. Wieso, was denn? Ich etwa so. Oh. Was? Ach so, Early, warte. Ach so. Ah, was kommt jetzt? Ui! Oh! Ui! Wow! Was haben wir hier? Mending? Schau mal hier. Meintest du zwei Redstone oder ein Stack? Ja, nee. Mir egal. Reicht. Danke! Ich hab drei Mending. Ich hab jetzt fünf Mending-Bücher. Krass! Du kannst eine Mending-Bücherei aufmachen. What the fuck? Scheiße, jetzt hab ich die Konsole. Ah! Jetzt habe ich etwas in Windows geschrieben. Tut mir leid, mein PC stürzt da ab. So. Eve, ich wollte dir was zeigen. Nur muss ich gerade, ich versuche gerade mal aus dem Kopf heraus. Ich glaube, das war einfach so. Und dann nur ohne Bogen. Und dann müsste, genau, da kommt ein Dropper da raus. Und dann müssen wir nämlich, glaube ich, nur hingehen. Das Ding jetzt einfach mal temporär hier hin. Zack. Aha. So. Oh Gott, der hat einen. Er wollte der Frau den Herd zeigen. Aha! Hast du das gesehen? Eine Custom Craft. Ne, wie heißt das? Custom. Ein Custom Crafting Table. Hast du selber gebaut? Ja, habe ich gerade selber gebaut. Nice, ne? Moment, stell ich nochmal daneben. Ich muss nochmal ganz kurz einen Screenshot machen. So. Sieht schön aus. Ich kann nämlich hingehen. Dann muss ich nochmal ganz kurz in die Config gucken. Was gibt's denn außer Stühlen noch Tolles? Nichts. Ah ja, das ist ja super. Also hast du dir das Ding für Stühle gebaut? Kann man eigentlich. Wenn man ein anderes Holz nimmt, also wenn man zum Beispiel Dark Oakwood nimmt, werden die Stühle dann auch dunkel? Keine Ahnung. Ich frage mich generell, ich finde das mit den Stühlen eine relativ coole Idee, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich kann es mir eigentlich so nicht vorstellen, weil das ist halt für mich ein bisschen unverständlich. Ich frage mich echt, ob die das wirklich so ermöglicht haben. Also ich würde es halt gerne wissen, wie das funktioniert, aber... Mit den Stühlen? Ja. Ich gehe mal kurz bei Klimmi ein wenig stibitzen. Aha, und wir haben es auf Band. Wir haben es alle auf Band. Ich schau dem gerade mal ein Stack Dingens und schmeiß mal ganz kurz hier ein Stack Federn weg. Du musst gleich auf jeden Fall mein Haus angucken kommen. Ja, komm ich sofort. Ich bin so stolz auf das, was Revi gebaut hat. Revi hat's gebaut? Ach ja, stimmt. Aber Alter, was ist denn hier los? Ich stehe immer noch doof an deinem... Alle machen das. Alle haben... Weißt du, ich habe in Craft Attack 2, habe ich damals, als ich hier livestreamt habe ich so eine Spendenwand gemacht. So einen Raum,
Jedes Mal, wenn jemand gespendet hat, habe ich diese Spende da an der Wand geschrieben und so. Und alle haben so gesagt, das ist voll geldgeil. Und manche waren so in der Crafted-Community voll kritisch dagegenüber. Ich habe gesagt, nein. Echt? Ich finde das cool. So. Und jetzt machen wir das auch ganz süß. Das ist wirklich ganz süß. Ich möchte nur noch mal betonen, Leute, das war meine Idee. Ich war der Erste hier in Craft Attack, der das gemacht hat. Ja, du darfst die Idee behalten. Ich repariere in der Zeit schon mal dein Haus. Wie, du reparierst dein Haus? Ja. Ich bin mir nicht irgendwo Wolle. Ah, oh, shit. Ich bin noch so im Kreativmodus, wo man... Wie, du bist im Kreativmodus? Nein, ich so kopfmäßig, weil ich vorhin was ausprobiert habe, was zu bauen. Und jetzt denke ich mir... Ich gerade meckern. Das wäre schön. So machen wir das. So, dass das schön aussieht. Das kannst du dann nachher mal Kevin zeigen und ihn verarschen und sagen, das ist dein neues Haus. Nein, das wird schön. Eve, was machst du da? Ich will kein hässliches Haus haben. Ja, aber ich möchte einfach nur nicht, dass du so im Freien schlafen musst. Ja, deswegen wollte ich eigentlich... Ich bin doch besorgt um dich. Okay. Und deswegen baue ich hier schnell... Ach, hier ist auch Wolle. Schnell ein wunderschönes Haus für dich. Aber es ist mit Liebe gebaut. Richtig? Hoppla. Ah, okay, ist richtig. Demi, es tut mir leid. Wenn du das wieder brauchst, sag Bescheid. Ich organisiere es dir zurück. Wenn er jetzt dein Video schaut. So. Oh, das ist Skelett. Siehst du, gut, dass ich hier ein Haus gebaut habe. Ich würde gerne wieder so als Dankeschön machen. Weil es macht ja jeder. Ich möchte es auch wieder mal. Es war ja meine Idee. Nur, wo bastel ich es hin? Ich habe ja noch kein Haus. Ja doch, jetzt ja schon. Ja, aber da ist ja kein Platz für tausende Schilder. Jetzt komm. Ich glaube, ich baue mir schon mal einen Keller, wo ich das reinbastel. Ey, wie... diese scheiß Skelette. Das hat Stil. Das sieht eng. Das hat was. Ja, das ist halt nur wegen Sicherheit, weißt du? Warte, wenn wir uns so machen. Hat was, das sieht kuschelig. Ist ja nur eine Notunterkunft, sagen wir mal, ne? Man muss ja sich ein bisschen sicher fühlen. Du freust so, dich. So, Eve, pass auf. Wir gehen jetzt gleich zu dir nach Hause. Wollen wir ganz kurz was basteln? Nehme ich überhaupt auf? Ja. So, hast du was zu essen? Okay. Ah, jetzt kriegt man die Kiste nicht mehr auf. Das war gar nicht so schlau. Muss ich doch mal ein bisschen improvisieren. Achtung, da kommt's. Warte, ich rette dich. Wenig, sag. So. Was, wenig, was? Was, was, was? Early nachdenken, ne? Da so richtig kleine Rauchschwaden über seinen Kopf. Hallo, nett sein, Eve. Ich bin schon nett. Immer. Ja, Eve ist immer nett. Meistens immer. Bis auf, wenn man mich echt richtig... Nur so wie Petrit gestern. Er hat den Knopf gedrückt. Und nichts kommt aus der Kiste. Nichts kommt aus der Kiste, weil er was falsch gemacht hat. Nee, Elli, da kommt nichts raus. Hey. Also... Oh, jetzt ist er ganz traurig. Guck mal, wie er schaut. Ganz traurig. Was wolltest du denn machen? Einen Stuhl? Hast du? Oh. Das ist ja voll nervig. Ich muss das einzeln machen. Ja, leider. Ach so, du hattest... Ah, hätte ich dir auch sagen können, ne? Ja. Ja, Eva, warum hast du mir das nicht gesagt? Weil ich natürlich mit meinem... Weil ich einfach kopflos bin. Darf ich mir zwei Kartoffeln nehmen? Ja, bediene ich, Eve. Du darfst dir immer... Du dir keinen zwangern. Dankeschön. Die sehen voll... So. In meinem Texture-Pack sehen die so lecker aus, die Kartoffeln. So. Lecker. Ja. Machst du jetzt schon Stühle, obwohl du noch gar kein Haus hast? Obwohl du es ja noch hast. So, komm. Zweimal machen wir das noch und dann ziehen wir mal eben los. Eve, wo wohnst du denn? Du wohnst da, wo vorher auch wahrscheinlich, ne? Genau. Und es sieht jetzt so schön aus. Das ist echt, Revi hat das so schön gemacht. Hat sich echt viel Mühe gegeben. Das erwartet man echt nicht von Revi, ne? Nee, ich bin auch total jedes... Ich kann es gar nicht glauben immer, wie der sich Mühe gibt und für mich sogar Farben gibt. Das habe ich damals im Masterbuild das zum ersten Mal gesehen. Ich dachte mir, Moment, das hat Revi gebaut? Alter, leck mich am Sükrali. Also, dass er das kann, das wusste... Also, im Masterbuild, das ist er ja super gut. Das hat mich damit immer voll schockiert. So, dass ich dachte mir, Revi und bauen nie. So das kann ja nicht sein. Habe ich auch gedacht. Kann halt wirklich nicht sein, ne? Jetzt hör mal auf hier. Ja, lass mal los. Lass mal die Sachen um. Ich möchte die ja behalten. Zack, zack, zack. Brauchst du eine Tür? Hier? Nö. Okay. Nicht, dass hier ungebetener Besuch nachher drin ist. Ah, ja, wird nicht passieren, keine Sorge. So, Eve. Ja. Ziehen wir mal zu dir rüber. Ja. Und dann kriegst du direkt so von mir ein Einzugsgeschenk. Oh, eine Kartoffel. Ja. Nice. Mein Boot habe ich irgendwo da links geparkt. Bin weiter nach gerade. Ah, da kann ich mit dir zusammen ein Boot fahren. Oh. Ja, eine Bootfahrt. Sind wir nicht schon mal zusammen Boot gefahren? Hier, aus Versehen, habe ich angelegt.
zu weit weg. Was ist eigentlich hier unten, das, dieser Gang? Wo bist du denn? Oh, ich war in der Wand. So, mir geht's gut. Hallo, Eve. Wo? Ach, da. Ach, du hast deinen eigenen. Na toll. Ja, warte, ich fahr zu dir und dann steige ich um. Aber guck mal, was ist denn das eigentlich? Warum fliegender Wechsel? Ja. Oh. Warte. Oh, Eve! Ja, ich muss noch eine Kurve fahren. Ich kann auch nicht schwimmen. Oh mein Gott, warte, ich komm. Oh ne, ich kann auch nicht schwimmen. Warte! Jetzt steig ein da. So, let's go jetzt. Was ist das für ein Tunnel hier unten? Das ist, Tunnel von A nach B. Ah ja, von A nach B. Wer ist denn dieser A, von dem alle reden ständig? Warum dreht sich mein Kopf eigentlich automatisch? Ich drehe mich gerade automatisch nach links. Echt? Du auch. Echt? Wahrscheinlich ist links irgendwas zu gucken. Das ist hier so eine Butterfahrt. Links sehen sie. Oh. Oh, guck mal, du bist längst bei dir, dann. Du bist nur am Rumtrödeln. Ach man, ja komm, wir machen ein bisschen Gas hier. Ding, 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 ding. Ja, überall, immer Gas. Überall hier. Bist du noch drin im Boot? Nein! Ja. Du bist gar nicht mehr im Boot. Bin rausgefallen. Ernsthaft? Ich bin bei dir. Ui, das sieht ja stöckelig aus. Hast du schon gesehen? Ich stehe gerade hier vor. Bist du einfach raus? Ich bin rausgefallen aus deinem Boot. Das war zu wackelig. Oh, ich muss schnell noch mal eine Kartoffel essen. Vor Schreck. Wo ist denn Haupteingang? Der beim Feld oder beides? Oder? Nee, da wo der alte auch war. Das wird aber noch umgebaut. Das ist alles noch, das ist noch provisorisch. Wo bist du jetzt? Bin drin. Nein! Wo bist du denn jetzt? Darfst du noch nicht einfach in mein Haus reingehen? Wo bist du? Durch den Unter... Komm in dein Haus. Komm mal hier. So, ich geh jetzt durch den Haupt. Oh, Besuch! Hallo! Willkommen in meiner Balakunterwunsch! Knock, knock! Darf ich hier reinkommen? Oh, der Mann mit der Kartoffel in der Hand. Ich kaufe nichts. Ah, oh, schade. Dann gehe ich wieder. Ja, kommen Sie. Zeigen Sie mir Ihr Haus. Also es ist ja, also der Keller hier wird ja nochmal neu, das ist ja noch nichts, ne? Ja. Das ist auch noch nichts hier unten. Ja. So, und hier haben wir schon mal einen kleinen Balkon, von dem ich natürlich wunderschön auf Revis Haus gucken kann. Das war eben natürlich wichtig hier beim Baum. Wow. Ja. So. Oh, da ist die Spinne. Echt? Was? So, und was noch? So, hier kommt dann so die Küche hin und das Wohnzimmer. Genau, hier kann man dann so ein kleiner... Also ist doch gar nicht fertig. Nein, ist noch nicht fertig. Jetzt müssen wir über so einen Schlammhaufen ins andere Stockwerk klettern. Ja, der Schlammhaufen, der wird so bleiben. Nein. So, genau. Hier kommt dann, weiß ich noch nicht genau hin, also hier ist das Schlafzimmer so, ne? Wahrscheinlich das Badezimmer noch und so. Okay. Und ganz oben werde ich wahrscheinlich, Okay, hier ist also der Hörsaal, okay. Das ist interessant. So, Eva, mein kleines Geschenk an dich, damit du schon mal ein paar Stühle hast. Oh, habe ich dir ein paar Stühle mitgebracht. Und wir gucken auch, was mir gerade einfällt. Die Reise nach Jerusalem spielen. Ich habe eine bessere Idee. Pass auf. Warte, ich habe eine bessere Idee. Danke, Elli. Die haben mir Stühle geschenkt. Machen wir mal einen Stockwerk tiefer. Ja, Kabel braucht sowas. Ja, alles sichtbar. Oh Gott, da krieg ich wieder Ärger von Revi. Der sagt, was hast du wieder gemacht im Haus? So. Ja. Es leckt minimal, ne? Ja. Echt? So, jetzt nicht mehr. Da kannst du nämlich hingehen. Eigentlich. Und kannst von einem Stuhl zum anderen hüpfen. Normalerweise oder? Von einem Stuhl von einem zum anderen, ja. Jetzt gerade funktioniert, weil es gerade nicht leckt. Ach so, meinst du, das geht nicht, weil es leckt? Man muss ja immer so ein bisschen unter den Stuhl klicken, ja, ne? Ja, ich gerade nicht. Aber ich glaube, die sind zu weit auseinander. Der geht, guck mal. So, oder man geht einfach hin, wenn man einfach mal zugucken möchte, dann hast du ja auch nochmal so einen praktischen Stuhl. Ja, das ist aber ein nettes Dingsgeschenk. Ja. Das ist sehr lieb von dir. Das finde ich wichtig, weil im Einzug schenkt man ja nicht irgendwie so keine Ahnung, so Brot Müll, und Salz. Ne? Ja, gut, da kann man machen, aber ich finde zum Einzug finde ich es viel sinnvoller, wenn man hingeht, Teller, Geschirr, was weiß ich, Sachen, die man in der neuen Wohnung gebrauchen kann. Weißt du, was Revi gesagt hat? Hä? Weil er gesagt, eigentlich könnte man jetzt schon Richtfest feiern, weil das Dach fast fertig ist. Und dann habe ich gesagt, wow, ja, geil, ich mache eine Party. Und hat er gesagt, da kommt ja keiner. Oh, ich werde vorbeikommen. Oh. Hallo? Was machst du denn? Dein Haus ist gefährlich. Bist du vom Balkon gefallen? Ja. Meinst du, ich muss da noch so eine Kindersicherung muss da noch dran. Ist nicht sicher. Erstmal eine Kartoffel essen, vor Schreck. Ja. Ja, aber wie findest du das denn? Ich bin MLG Pro. Pass auf. Jetzt, zeig ich dir. Okay, warte, ich muss gucken. Siehst du mich? Siehst du warte. Pass auf, warte. So, pass auf und...
Oh! Oh! Das ist gerade nicht passiert. Das war das Lag, der Server hat geleckt, daran lag das. Vor allem deine Experience, die da unten sind, die tanzen voll. Oh, Early, oh, echt geil. Das wieder zum Heulen, ist das. Och man, der MLG-Profi. Was machst du denn? Lief da doch alles ganz gut. Das liegt am Basti, seitdem der auf dem Server ist, läuft alles schief. Meinst du Karma, ne? Meinst du? Obwohl, ja, da müssen die bei ihm alle schief laufen, weil er hat ja angefangen gestern, ne? Ja, er ist schuld an allem. Da wollte ich ja auch nochmal was zu sagen, ne? Und zwar, da ich ja gestern das ehrenwerte Amt auch eines Richters übernommen habe, dank Balui, habe ich ja das auch festgestellt. Ich wollte natürlich nicht direkt zu zankig und zornig werden, als Basti da rumgerannt hat. Als er aber was das gemacht hat? Rumgerannt hat. Rumgerannt hat? Kennst du nicht rumrantern? Nein. Oh, ich weiß nicht, aus welchem. Vielleicht kommt das aus dem Pott oder sowas vom. Aus dem Pott, vom Klo oder was? Nein, aus dem. Aus dem Rupp. Oh Mann! Na, wo hast du das? Ja, hab ich schon Pott, war kein Aus Pott. Ja, schön. Ja, das war mein Haus auf jeden Fall. Das ist ja natürlich noch nicht eingerichtet. Sehr nett, ja. Aber dank dir wird es natürlich hier sehr viel schneller gehen, weil ja, ich jetzt schon viel Stühle habe. Ja. Geil, da kommt hier schon so eine schöne Festtafel hin. Oh, das wird so geil. Ja. Aber ich finde das schön, das Haus. Und du? Ich fand das alte schnuckeliger, muss ich sagen. Echt? Also ich finde das jetzt immer noch recht gemütlich, muss ich sagen. Ja, es ist halt nicht eingerichtet. Das fehlt mir so ein bisschen. Deswegen kann ich mir nichts drunter vorstellen. Bei mir, ich kann mir da immer sehr schwer was drunter vorstellen. Ich muss das erst von meinen Augen sehen. Pass auf, jetzt mache ich aber nochmal MLG Pro. Wo? Von wo? Oh! Oh! Von wo? Ich bin gelandet vor deinem Haus. Als ob. Jetzt zeigst du es mir natürlich nicht. Warte, ich zeig's jetzt nochmal. Nein, oh Gott, ich möchte nicht schuld dran sein, wenn es mit MLG schief geht. Wo? Ach, da kommt er. Warte, ich geh nochmal auf dein Dach. So, eine Zeit jetzt nochmal, lande ich genau vor deinem Haus. Vom Dach? Ach, da. Mhm, vom Dach. Okay. Ja, vom Dach. Boah, ich freue mich so voll, dass ich ein Einzugsgeschenk schon bekommen habe. Das ist, macht mich total glücklich. Ja, ne? So. Eve, guck es dir an! Oh. Locker easy! Okay. Wow, Kannst das ging. Drauf? Ich dachte, gleich kommt jetzt wieder so dieses Early Boy fell from a hype. Nein, gib mit nicht mehr. Nie mehr. Ich habe damals Craft Attack 1 schon 2-3 Mal geschafft, dass ich mich aus, was ist ich für eine Höhe, mit dem Wasser einmal gerettet. Oh, habe ich mich damals gefreut. Da gab es dieses MLG Pro Kram noch gar nicht. Echt nicht? Ach so. Das ist 3 Jahre bald her. Krass. Das ist 3 Jahre her. Wie lange machen wir eigentlich jetzt gerade hier schon? Das ist schon wieder, ne? Ist schon wieder soweit. Wir sind jetzt bei 17 Minuten, Eve. Das ist, mach mal hier was. Ja, Mensch, Kinder, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Das war mir wieder eine große Freude, Herr ja, Early bitte, Boy. Gerne, hab ich mit gerne Ihnen. Getan. Vielen Dank für das schöne Einzugsgeschenk. Ja. Als ob keiner zu meinem Richtfest kommen würde. Noch nicht, ich habe ja noch nicht mal. So eine Wundertüte. Ja, genau. Dafür könnt ihr euch mal von Early Boy so eine Wundertüte gönnen, ne? Bei dir im Shop oder sowas, ne? Genau. No. Link in der Beschreibung. Bei mir jetzt nicht, da müsst ihr zu Early gehen und gucken. Das ist wie so eine Wundertüte, wo man weiß ja, ne, wo so ganz viele Wunder drin sind. Ich sag Christian, der soll das bei dir dein Video reinpacken. Er macht dann auch so einen MLG-Move. Ja, auf jeden Fall gebt gerne diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und hinterlasst einen Kommentar. Wie ihr das Haus findet, frage ich euch jedes Mal. Ne? Aber ja. Und schaut natürlich auch gerne, sehr, sehr gerne beim lieben Early Boy vorbei. Und vielleicht... Hallo. Warum winke ich schon wieder? Jedes Mal, wenn ich sage Hallo, winke ich. Das mache ich auch wenn ihr telefoniert, das ist teilweise total bescheuert. Ich gehe durch die Stadt, telefoniere, sage Hallo und schon wieder und winke in dem Moment. Während du telefonierst. Ja, und die Leute denken sich dann auch, was hat der denn für ein? Wem winkt der denn? Es gab damals in Bochum mal jemanden, der hatte immer Kopfhörer auf und der hat sich immer mit irgendwas in seinem Walkman unterhalten. So in etwa. Ja, schöne kleine Einblicke von Early Boys. Verwirrtem Leben und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die vielleicht sogar auch wieder mit Early Boy ist. Man weiß es nicht. Bis dann, tschüss. So wie die Wundertüte. Bis dann, tschüss.